Ja, wir gehen jetzt rein, Iratsch TV, und schauen uns mal wieder an, wie unangenehm die Situationen werden können. So, wir sind noch frei? Ja, klar. Danke. Entschuldigung. Sorry. Hi, moin. Alles gut bei dir? Mhm. Cool. Der weiß, dass er das ist. Wie würdet ihr reagieren? Ich schwer. Guck, hier ist auch so ein Heftchen. Willst du das? Ich hab keine Lust auf den Besen. Hast du keine Lust? Mach das. Was? Was ist jetzt los? Geh einfach. Was denkt ihr, wie ich reagieren würde, wenn das jemand bei mir macht? Entschuldigung, Sie können ihn nicht lesen. Ja, hör mal! Ja, hören Sie mal! Hier in der, auf dem Sampenplatz, ne, sehen Sie das, Kollege? Ha? Ist Lesen verboten. Du weißt, was auch verboten ist? Was denn? Ja, wenn ich gerade einen Gag mache, dazwischen zu gehen. Ah, so ein Ding. Wer gewinnt wohl? Wer gewinnt? Gottes Willen, Iratsch. Ich hab gewonnen. Boah, das war maximal unangenehm. Das war komplett unangenehm. Unangenehm. Ihre Kickbox-Skills austesten. Nein. Oh! Sorry, ich dachte, du wärst... Yannick? Von allen Namen, Yannick, Wallah, ich küsse dein Herz. Mach ein bisschen realistisch, Yannick. Wallah, der hat ihn zum Adoptivsohn gemacht gerade. Yannick? Oh, Mann. Oh. Papa? Mal! Du bist einfach nicht so. Warte. Sorry, Baby Girl. Das ist so hart, Chat. Sie sagt, du bist der von TikTok. Ja, Digga, ich bin TikToker. Das ist so lustig. Ist ja noch frei? Danke. Wo kommst Danke. Du her? Aus Afghanistan. Bei Gott, ich wusste, also ich habe mir das zu 99,9% gedacht, dass er aus Afghanistan kommt. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich war in der Schule, habe ich Hauptschulabschluss, ich lerne jetzt Deutsch. Und dann werde ich weiter entscheiden für die richtige Ausbildung oder. Ah, okay. Ich habe einfach gerade ein interessantes Thema hier für mich gefunden, und zwar private Altersvorsorge. Sagt dir das was? Ja. Das ist quasi, wenn du jetzt Geld einzahlst, damit du später mehr Geld zur Verfügung hast, wenn du mal nicht mehr arbeiten kannst, wenn du alt bist, weißt du? Ja. Das ist ja so, die gesetzliche Rente, die reicht oft nicht aus, um den Lebensstandard zu halten. Und das Ding ist halt, je früher du anfängst einzuzahlen, desto mehr hast du später zur Verfügung. Das fühlt sich dann am Ende einfach an, als kriegst du Geld geschenkt. Kannst du dir das vorstellen? Ihr habt Werbung? Ja, wir warten kurz, Chat. Ach, nicht im Stream, er macht Werbung. Ja, nein. Er verpackt die Werbung aber gut und wir gönnen ihm die Werbung. Stell dir vor, du sitzt einfach hier auf der Bank, ne? Und da kommt einfach irgendein Typ und schenkt dir 100 Euro. Digga. Also ich zum Beispiel. Nee. Nein, nur, dass du es vorstellen kannst. Also ich gebe dir zum Beispiel einfach 100 Euro. Ja. Weißt du jetzt, wie sich das anfühlt?
Du hast nichts gemacht, du sitzt hier einfach nur rum und plötzlich schenkt dir jemand 200 Euro. Ja. Kannst du dir das irgendwie vorstellen jetzt? Kannst du es so nachfühlen? Man sitzt einfach da und hat einfach 300 Euro mehr. Ich weiß jetzt, du denkst, okay, was soll ich mit 300 Euro? Gib mir lieber 400, hier sind 400, okay? Okay. Deswegen bin ich eigentlich nur gekommen. Damit du das Gefühl nachvollziehen kannst. Nee, das ist dein Geld. 500. 600 Euro. Warum soll ich heiraten? Warum nicht? Weil ich habe nichts davon getan. Du hast aber gerade nicht so viel zur Verfügung, oder? Ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich würde mich freuen. Deswegen hast du es verdient, deswegen brauchst du dir keine Gedanken machen und du kannst es wirklich einfach annehmen. Gib mir doch deinen Autoschlüssel, geil, Wallah, geil. Doch, wirklich. Ich hab Wallah, ich hab so Gänsehaut, mein Gott. Verfügung. Und ich weiß, du freust dich wirklich darüber und deswegen gebe ich dir das gerne. Und so fühlt sich das halt auch an, wenn du die private Altersversorgung abschließt. Ich weiß nicht, kennst du die Clark-App? Das ist zum Beispiel eine App, darüber kannst du all deine Versicherungen managen. Da bekommst du außerdem noch für jede Versicherung, die du hochlädst, jeweils 15 Euro, bis zu 45 Euro. Bei Best Choice kannst du dir so ein paar Unternehmen aussuchen, wo du einfach einen Gutschein haben möchtest, zum Beispiel H&M, Zara, Amazon, genau. Aber das Geld gehört dir. Das ist nicht dein Ernst. Na, das ist wirklich mein Ernst, versprochen, wirklich. Okay. Ich wollte noch was sagen, also ja. Ich bin seit 2 Jahren depressiv krank, ich habe keine Hoffnung ans Leben, deswegen, es kann im Leben was verändern, also ich kann damit was tun. Auf jeden Fall. Etwas, was mir fehlt, was kaufen, aber... Ich kann mir vorstellen einfach, dass das auf jeden Fall hart ist. Ja, sieh das einfach als Zeichen, so weißt du, das können sich auch andere Sachen noch verbessern und ich hoffe auf jeden Fall, dass du heute dann dich ein bisschen besser fühlst vielleicht. Seit letzte 7 Monate von Hartz IV, also ich habe nur Essen gekauft, Ernährung gekauft, ich konnte so 1000 Euro sparen in 7, 8 Monate. Mhm. Letzte 7, 8 Monate. Und ich habe nur Ernährung gekauft und nicht zum Kino gegangen, nicht so überall ausgegeben. Ja. Und ich konnte, das ist so, dass wie meine 7, 8 Monate Geld sparen auf einmal gekommen. Ja, das freut mich wirklich sehr. Ich wollte nicht heute rauskommen, 2 Tage bin ich nicht rausgekommen und zufällig so laufen und hier sitzen. Ja. Hätte irgendwas mit Schicksal oder... Natürlich. Vielleicht ist es so. Kommt man so, dass man einfach sein Geld jemanden anderen schenkt. Ich mache selber, ich habe letzte 2, 3 Jahre immer jedes Jahr 100 Euro im Gesamtjahr Geld gespart und nach meiner Heimat in Afghanistan geschickt und sehr, sehr ärmere Familie weiter unterstützt. Selber in so komische Situation. Hartz-IV-Empfänger, keine genug Geld, was zu kaufen. Aber ja. Ich frage mich, warum hast du mir einfach Geld geschickt? Es ist ein bisschen komisch, aber... Ich weiß, dass es komisch ist, aber ganz ehrlich, denk da gar nicht dran. Denk einfach dran, kannst du vielleicht deiner Familie schicken oder was auch immer du damit machst. Ich denke auf jeden Fall, dass du das gut gebrauchen kannst, dass dir das irgendwie helfen wird. Es gibt manchmal Zufälle im Leben und ich freue mich wirklich. Mir gibt das mehr, wenn ich dir das jetzt gegeben habe, als wenn ich es selbst hätte. Okay? Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir. Ciao. Allah, hör dich. Und jetzt stellt euch eine Situation vor. Jetzt stellt euch einfach nur vor, dass ein Mensch, der so wenig Geld hat und sowieso schon kurz vor der Kippe steht, das Problem hat, dass er spielsüchtig ist. Und dass er dann durch irgendwelche Leute noch verlockt wird zu spielen. Und noch sein letztes Geld verspielt. Und seine Kleidung verkauft, damit er weiterspielen kann. Damit ihr euch nur mal vorstellt, wie ekelhaft, wie abartig dieses verdammte Verherrlichen von diesem Glücksspiel ist. Das kann einen so zerstören. Ich sag euch, wie es ist, das kann einen so zerstören. Lass Monte in Ruhe, Digga. Hört mal zu, Chat, egal wer was sagen wird, ich bin zu 100%, ich distanziere mich davon und ich habe damit nichts zu tun, ich werde niemals Casino oder sowas verherrlichen. Nachdem ich weiß, wieso oder wie das bei mir mal damals war. Ich weiß genau, wie das war. Ich habe meine Zeit hinter mir und deswegen sage ich euch, ich sag euch nicht, ihr seid scheiße, die ins Casino gehen. Das sag ich nicht. Ich sag einfach nur, kämpft gegen euch selber in diesem Moment, gegen eure Spielsucht an und versucht mit allem, was ihr habt, dagegen anzugehen. Versteht ihr, was ich meine? Ha 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 ha.
Ja, ja, wir haben einen YouTube-Kanal. Da machen wir einfach so. Ist das schon das Ende, das Video? Sachen. Boah, die Szene ging ja sehr lang. Das ist ja fast ein Video gewesen, nur von ihm alleine. Aber ich finde das sehr, sehr stark, dass er das drin gelassen hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch. Cool. Ist okay für euch beide im Video zu sein? Ja. Perfekt, das werden wir auf jeden Fall nehmen. Genau, wir haben einen YouTube-Kanal. Wir machen, du warst sehr cool, du liegst die ganze Zeit. Normalerweise Leute sagen, ja, geh weg. Du kommst aus Stuttgart, oder was? Wie lange bist du schon hier? Heute ersten Tag und direkt passiert sowas. Da guckst du, wir machen gerade ein Video mit versteckter Kamera. Ist okay, wenn ihr mit dem Video seid, wir machen für YouTube einfach ein paar lustige Videos. Guck mal, wenn ihr einmal da guckt, wir haben einen Comedy-Kanal auf YouTube. Weil wenn du einmal da guckst, wir filmen mit versteckter Kamera. Ich hab nur Spaß gemacht. Sorry. Wir haben. Bro, ich hatte Angst. Tut mir leid. Wir haben Bro, ich hatte Angst, aber ich sag euch ehrlich, der hat das nicht gezeigt. Der hat das nicht gezeigt, dass er Angst hat. Ihr hier in der Chat. Ihr habt ja seinen Blick gesehen, der hat selber richtig hart, streng geguckt. Wir machen nur lustige Videos. Ja? Ja, ja. Wir machen nur Spaß. Hey. Das war sehr, sehr lustig. Ist okay, wenn du mit dabei bist? Ja. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Oh, gutes, sehr, sehr gutes Video. Janik war stabil, ja, definitiv.